Hallo Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es geht diesmal darum, ich habe bei Pink Panda bestellt. Ja, ich habe zugeschlagen. Die hatten so viel im Sale. Ich habe noch nie da bestellt. Ich bin mal gespannt. Und ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich einen Zettel dran habe. Eigentlich habe ich gedacht, das kommt in einer Box. Aber irgendwie, ja, kommt das nicht in einer Box, was ich sehr schade finde. Die Box hat keine Boxen aus. Aber, nö. Danke für den Kauf. Als Dankeschön sende ich dir einen Gutscheincode, mit dem du 10% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf auf pinkpanda.de erhalten kannst. Promocode Jan-10. Ja. Also, ich habe da jetzt ein bisschen länger drauf gewartet, aber wegen Corona und Gedöns und hast du nicht gesehen, dauerte das halt ein bisschen länger. Ich habe meine Bestellung am 28.12. aufgegeben. Ich hatte da eine Werbung gesehen auf Facebook und ich habe mir gedacht, ach, weißt du was, die haben so schöne Sachen. Ich war da natürlich erst auf der Seite und habe da mal gestöbert, so im Shop. Und dann fand ich die Sachen echt toll, die ich da gesehen habe. Und da habe ich gedacht, für den Preis kannst du echt zuschlagen. Und ich habe jetzt bezahlt etwas über 50 Euro für das Paket. Hier liegen noch andere Sachen. Und dann habe ich dazu bekommen als Geschenk, da bin ich mal gespannt, ein Winter Wonderland Mystery Bag. Jo, von Pink Panda. Schauen wir mal, was da so drin ist. Aber erst zu meiner Bestellung. Ne? Ich bin da ein bisschen eskaliert. Ich weiß auch nicht, ich brauche. Ja, auf jeden Fall diese Knisterfolie werde ich mir jetzt mal aufbewahren, weil ich ja auch mal zerbrechliche Sachen nach euch schicke, die ihr gewonnen habt. Und dann kann man da schön das alles einpacken. Jo. Habe ich den schon? Nein. Nee, warte. Ah, nein. Habe ich einen dunkler? Ey, das ist gut. Ich habe mir nämlich. Ich fange jetzt mal an. Ein Highlighter bestellt von Revolution. Den Highlighter Golden Lights. Ich habe nämlich auch den Highlighter Raise the Bar. Ja, der war ja etwas ins Güldene, den ich schon habe. Wir swatchen mal. Der war ja ins Güldene, genau. Und dann habe ich den jetzt in einer helleren Farbe. Und hier ist überall immer so, sind so kleine Klebis drauf, die ich erstmal abmachen muss. So, genau. Und der ist auch zufällig, aber heller. Und aber auch ins Güldene. Also die gehen irgendwie beide so ins Güldene, ne? Wenn man das so sieht. Oben ist jetzt den ich schon hatte, unten der etwas heller ist. Ja, die gehen jetzt beide irgendwie in die güldene Farbe, aber finde ich recht ansprechend. Also ich tue mal den goldenen weg, den ich ja schon hatte. Ich habe jetzt schon einen Schrecken gekriegt. Hast du einen Doppel? Nein! Dann habe ich mir bestellt Burlesque von Weibo Burlesque Mascara. Ich teste ja für euch regelmäßig Mascara. Und da habe ich gedacht, Mensch, Mascara mehr oder weniger kann da auch nicht schaden. Und wollen wir mal gucken, das Bürstchen. Oh, riecht nach gar nichts. Ist ein Gummibürstchen, interessantes Gummibürstchen. Einmal hier so enge Nüpsis und auf der anderen Seite so auseinander. Sieht irgendwie interessant aus. Da bin ich mal gespannt. Ja, was habe ich noch hier liegen? Ich glaube noch eine Mascara. Look at them curves. Genau, Look at them curves Mascara. Von Root. Root. Ja, die machen wir jetzt auch. Ah, die ist so. Moment, hier ist noch eine Folie drum. Die müssen wir wegmachen. Ich habe ja meinen kleinen Mülleimer immer hier stehen. So, das ist jetzt Look at them Curves. Eine schöne Verpackung, ne? Mit diesem pinken Mädel drauf. Haben wir da auch ein Gummibürstchen? Ne, das ist ein Kunststoffbürstchen. Oh, die sieht aber schön aus. Die ist etwas flüssiger. Auch vom Geruch her angenehm. Da bin ich mal gespannt. Da sind wir gespannt. So, was haben wir noch? Was haben wir noch bestellt? Pinsel! Yay! Wir haben auch keinen
Aber ich fand die halt vom Aussehen stark. Neon. Neon. So vier Stück, das ist ein Verblenderpinsel. Ja, die sind auch von der Qualität her sehr gut, so wie ich das sehe. Und dann haben wir... Die finde ich schön. Na, guck mal von der Farbe her. Schon geil. Ah, der ist ein etwas fester gebunden, aber nicht so feste, wie ich die anderen habe, sondern etwas flacher. Oh, schön. Ich muss erstmal hier alles abladen. So, dann war hier noch... Oh, ja. Ja, Lidschattenpaletten. Ich konnte nicht dran vorbeigehen. Von Revolution Neon Shadow Palette Electric Dreams. Diese Dinger aufzukriegen, ne, das ist irgendwie alles ständig zugeklebt, aber ich habe ja eine schöne. Ständig irgendwie alles zugeklebt. Die sieht so aus. Das ist die Make-up Revolution London Neon. Gucken wir mal, wie sie aussieht innen drin. Ne? Ist hier an der Seite auch noch zugeklebt? Hey. Hallo. Okay. Das hat jetzt nicht wirklich viel mit Neon zu tun, ne? Außerhalb vielleicht das Gelb und Orange. Aber, komm, wir swatchen mal. Das Gelbe auf jeden Fall. Oh, das ist weich. Oh, das ist schön butterweich. Schön. Dann hier oben das Glitzer. Oh, komm, wir nehmen noch hier unten das. Drei reichen. Naja, oh, das ist cremig. Die sind jetzt so. Also das Gelbe, das musst du auf jeden Fall aufbauen, das sehe ich schon. Ja, das wären jetzt erstmal die drei. Und der mittlere ist auf jeden Fall sehr schön, den kannst du sogar als Highlighter nehmen. Ja, also bis jetzt nichts verkehrt gemacht, würde ich sagen. Ja, würde ich so behaupten. Dann habe ich hier noch eine Neon Shadow Palette, Up All Night, und die war Electric Dreams, Up All Night. Schere. So, und die sieht dann von innen super aus. Die finde ich auch toll. Die ist schon schön, ne? Oh, das Grün ist schön. Das wird schon mal sofort, das Grün. Komm, dann hier das Rosa. Oh, auch so buttrig weich, ne? Dieses Grün ist auch schön. Nicht hinfallen. Ja, die matten Farben, die müsste man wirklich etwas aufbauen. Aber, oh ja, das Grün. Yeah. Oh, stark. Gefällt mir. Da kriegen wir auf jeden Fall ein paar schöne Looks mit hin, ne? Würde ich mal so behaupten. Ich schmeiße das jetzt erstmal hier alles auf den Boden. Mir geht nämlich hier wieder Platz aus, Leute. So, dann habe ich mir noch bestellt I Love Revolution Toy Factory. Ein 19 Shades of Intense Press Pigment. Das sind, ist eine Lidschattenpalette. Ja, ich habe mich schon so aufs Auspacken gefreut. Und so, das ist ein Teddybär. Süß, ne? Sehr süß. Und, ui, mit Spiegel in... Oh, der Spiegel ist sehr gut. Der Spiegel ist sehr gut. Ja. Sehr gut ist der Spiegel auf jeden Fall. Und guckt euch das an. Ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, ich weiß gar nicht, welches Swatchen soll. Auf jeden Fall das Pinke ist ja ganz klar, ne? Das Pinke. Auch so schön buttrig. Da machen wir mal die dicke Nase von den Bären. Und komm, ein kleines mattes noch. Das Pinke ist... Oh mein Gott, das ist geil. Oh, das ist geil. Oh, das ist schön. Oh, da kriegst du tolle Looks hin mit dem dicken, dicken Teddybär. Oh, da kriegst du tolle Looks hin. Oh, das ist so süß, ne? Das ist goldig.
das ist goldig, das habe ich so angesprochen, weil es halt diese Form hat, diese Teddybär-Form, ne? Ach, finde ich schön. Sehr schön. Ja, was haben wir noch? Was haben wir noch? Ah ja, da habe ich eine Lidschattenpalette, aber die habe ich extra bestellt für euch. Die kommt nämlich in eine Verlosung. So, dann war es das schon. Wie gefühlt hätte ich eigentlich mehr. Ja, dann habe ich mir auf jeden Fall noch eine große Revolution Palette bestellt. Make-up Revolution London with Cannabis Sativa Seed. Ist das wirklich schon? Ja doch, ich glaube schon. Ich muss mal eben auf meinen schlauen Zettel gucken. Ja, genau. Ich habe die Revolution, genau, das ist die, die ich jetzt euch zeige. Dann den Highlighter, die zwei Neon-Paletten, dann die Eyeshadow-Palette, genau, die, den Pinsel, die Mascara, den Teddybär, die Mascara und die Mystery Bag. Dann haben wir alles. Freue ich mich. Also ich kann euch das wirklich ja, empfehlen, da mal reinzuschauen bei Pink Panda. Ich habe das Entschuldigung, auch das erste Mal gesehen auf Facebook und da habe ich gedacht, ach Mensch, gehst du mal da drauf. Und also die Schnapper, die man da kriegt, ne? Ich glaube, die haben immer solche Schnäppchen. Und ach, sieht schon geil aus, ne? Wie sie von innen aussieht. Yeah. Ja. Sehr geil. Also, das ist schön. Ja, die gefällt mir. Ich weiß gar nicht, wo. Ja, dieses Glitzerbad. Oh, das ist aber sehr weich. Oh mein Gott, das ist ein bisschen viel. Okay. Ja, ja, ja. Dann nehmen wir. Komm, wir switchen hier mal an. Drei Stück, das reicht dann auch. Das Grün. Oh mein Gott. Das ist auch ein bisschen arg gewesen, was ich da jetzt gemacht habe. Das sind auch wirklich nur so Glitzerpartikel. Das, dieses Grün. Na, wie ihr das sehen könnt. Aber schön. Also die sind wirklich so zum Aufpressen. Na? Und da sollte man eigentlich so einen Kleber darunter nehmen, damit das auch hält. Weil sonst hat man wirklich dieses Glitzer überall. So wie ich das jetzt habe. Ich habe das jetzt auch überall auf der Hand. Hurra! Ja, die ist schon schön. Also da kann man nudige Looks mit schminken. Schöne grüne Looks natürlich. Das ist Mischmasch. Ah, finde ich schön. Doch, spricht mich sehr an. Finde ich geil. Chillt. Chillt. Ja, das war's da. Und jetzt bin ich mal gespannt, was in der Mystery Bag drin ist. Was ich ja dazu noch geschenkt habe bekommen. Geschenkt bekommen habe. Mein Gott. Da sind auch noch Sachen drin. Also das gab's geschenkt dazu. Da habe ich... Boah, ich bin überall im Glitzern. Jetzt guckt mal da. Egal. Oh, Magic Lipstick. The Green Magic Lipstick. Ah, das ist so einer, der ja, irgendwie reagiert mit Sauerstoff, ne? Oder wie war das? The Magic Green Lipstick reacts to the pH level on your lips. Ah, ja. Genau. Der ist ja geschenkt. Oh, schöne Verpackung. Von Mayani. Schön. Ah, genau. Das ist nämlich der Grün. Der ist so grün. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt was macht, wenn ich den auf der... Nee. Riecht nach nichts, aber ich glaube, der könnte rosa werden. Wartet mal. Ich glaube, der wird rosa. Ja? Ja, der wird rosa. Seht ihr das? Ja. Der wird rosa. Finde ich echt eine geile Idee, so einen grünen Lippenstift zu haben, der wirklich dann rosa wird. Ja, der wird richtig rosa. Richtig schön, Schweinchen rosa. Cool. Ja, was haben wir denn noch? Oh, eine Maske. Ja, da kommt mir ja immer wie gerufen, ne? Seven, Seven Hot Spring Sauna Mask. Die habe ich noch nie gehabt. Die habe ich noch nicht gehabt, nein. Gentle Warms and Exfoliates Volcanic Mineralien.
Nein, die habe ich noch nicht gehabt. Mit, genau. Das steht aber auch da nicht auf Deutsch. Vulkanische Mineralien. Dann haben wir Kürbis, Bambus und genau, Ginger. Ich komme nicht auf den Namen. Ihr wisst, was ich meine. Das schmeckt immer so nach Seife. Wie ist das denn normal, Mensch? Also, ich bin immer super vorbereitet. Mein Hirn ersetzt dann immer aus und ja, weiß nie, wie es heißt. Oh, da habe ich einen Nagellack von Essence. This is me. Gel Shine, ja, der wandert wieder in die Steffi-Box, weil ich benutze hier keine Nagellacke, aber das ist lieb gemeint, aber ich habe da auf jeden Fall andere Verwendungen, um euch ja auch eine kleine Freude zu machen. Ingwer, jetzt habe ich es. Ginger ist Ingwer. Mit Ingwer, nicht, dass das brennt auf der Haut, da bin ich immer gespannt. Ja. Dann habe ich, glaube ich, noch, oh, ich glaube, hier ist noch eine Palette drin. In der Mystery Bag Winter Wonderland. Was man dazu noch geschenkt. Oh, von Revolution. Noch eine Make-up Revolution London Shadow Palette. Oh, die ist schön. Warte, das mache ich mal auf. Erstmal die Klebis hier ab. Eine Seite. Und zwei Seiten. Ah, das hat immer alles so zugeklebt. Groß. Also von außen ist die auf jeden Fall schon sehr schön. Und das finde ich echt, echt toll, weil das hat ja wirklich auch noch einen Wert, was dabei war von, ja, lass mich lügen, bestimmt. Der Lippenstift, dann das, so vier Sachen waren jetzt noch dabei. Ja, das ist bestimmt auch deine 25 Euro. Guck mal, von außen mit Schmetterlingen, schön, ne? Ja, sieht schon schön aus, muss man sagen. Gucken wir sie mal von innen an. Auch schön. Ich finde das immer schön, wenn da so diese Sachen reingestanzt sind, ne? Das ist echt schön. Seht ihr das da? So den Schmetterling drin? Da rosa. Also wir probieren jetzt auf jeden Fall mal das rosa aus. Nein, gar nicht wahr. Das kommt in der Kamera eben so rüber, ne? Ja. Wir nehmen jetzt mal die Glittersachen und gucken wir mal, wie die sind. Auch schön weich. Oh, buttrig, muss man aufpassen. Muss man aufpassen, aufpassen. Oh, ich freue mich jetzt schon auf die Looks, ne? Das sind die Farben. Und die. Entschuldigung, die anderen sind jetzt auch da irgendwie ein bisschen vermischt, aber. Eine schöne Palette. Pink Panda, ich danke euch und es war nicht garantiert nicht die letzte Bestellung. Und ich finde das schön, dass wirklich auch bei Revolution immer ein Spiegel damit bei ist in der Palette. Und das war auf jeden Fall nicht das letzte Mal, dass ich da bestellt habe. Da werde ich auf jeden Fall nochmal bestellen. Also, super, klasse, wunderbar. Freue ich mich drüber. Ja, das waren die Sachen, die ich mir bei Pink Panda bestellt habe. Und ja, da haben wir, also wirklich habe ich ganz tolle Sachen und eine Menge Sachen. Und das knapp über 50 Euro. Also schaut doch mal vorbei, das ist echt, also Werbung unbezahlt, ne? Mhm. Da könnt ihr echt Schnäppchen machen und ich werde da garantiert nochmal vorbeischauen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Dann seid ihr auf jeden Fall auf den Laufenden, wenn die nächste Pink Panda Bestellung hier eintrifft. Und ja, die brauchen jetzt halt, wie ich schon gesagt habe, etwas länger. Aber das liegt halt Corona-bedingt daran. Und ja, ich bin froh, dass sie angekommen ist, dass alles angekommen ist, was ich bestellt habe. Und ich freue mich darüber und mein Platz wird immer weniger. Und ich habe mich sehr über die Mystery Bag gefreut. Danke Pink Panda über dieses gratis Geschenk da drin. Fand ich echt super, was ihr da drin hattet. Ja gut, jetzt außer den Nagellack, den ich nicht gebrauchen konnte, aber der hat eine andere Verwendung für meine, ja, Mäuse da draußen. Das kommt in die Steffi-Box. Ja, meine Lieben. Ach ja, genau. Ich hatte euch da mal eben kurz... ja, ich zeige die mal eben kurz hoch. Da seht ihr ja gar nichts. Die Farben. Das ist auf jeden Fall eine
Ja, Lidschattenpalette, die ich auf jeden Fall verlosen werde. Wann? Das werdet ihr auf jeden Fall mitbekommen. Ja, jetzt bin ich aber endgültig fertig. Meine Güte. Und ich muss jetzt erstmal hier meine Schminkecke aufräumen. Hier sieht's aus, wenn ich euch das so. Hier sieht's aus. Also, ja, der ganze Schminktisch ist voll. Ich muss ja jetzt erstmal aufräumen. So, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wunderschöne Nacht, wunderschönen Morgen. Wann ihr mich auch immer schaut. Und ich lasse euch ganz viel Grüße da. Bleibt gesund oder werdet gesund. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Also, meine Lieben, bis nächstes Mal. Tschüss.